Heute haben wir uns einen prominenten, netten Interviewpartner ins Brugger-Muinsel-Stadion geholt, den Simso Masovic. Der Simso hat ja fast 25 Jahre für den SC Brugg gekickt und im gesamten seiner Fußballerlaufbahn in der Kampfmannschaft fast 1000 Spiele absolviert. 750 Spiele für den SC Stadtwerke Brugg. Eine tolle Leistung. Makoto Hasebe geht mit 36 Jahren in die deutsche Bundesliga-Meisterschaft in die neue beim Adi Hütter. Und Simso, du hörst mit 52 zum Kicken auf. Was ist da los? Ja, irgendwann kommt er aus. Das geht ja nicht immer. Aber gute Erinnerung bleibt in die SC Brugg. Ja, und du bist ja 1992 zum SC Brugg da gekommen, hast meistens in der Landesliga gespielt. Ich muss sagen, du hast da schon sehr viel geleistet. Du warst ja wirklich ein Pol in der Abwehr. Und wenn du jetzt da so den SC Brugg anschaust, wenn du da ja noch ein bisschen jünger warst, könntest du schon helfen, oder? Ja, das ist schwer jetzt. Das muss man ehrlich sein. Mit 52, das ist nicht so einfach, aber... Wie du sagst, ich bin 92 gekommen und habe 20 Jahre durchgespielt in Brugg. Es war wirklich gut. Ich habe viele Tiefe und die Höhe erlebt in die Brugg und war wirklich gut. Ja, du hast da wirklich eine schöne Zeit erlebt und wir waren ja gemeinsam unterwegs. Der Ravel Brunner war Obmann, ich war sportlicher Leiter. Ich kann mich noch erinnern, wie wir die installiert haben. Und da ist dann schon was Gescheites rausgekommen, muss man sagen, oder? Ja, das muss ich mich bedanken bei euch zwar. Es war wirklich, ich bin gekommen von unten nach Mitterdorf. Das war Regel mit einem Ausländer damals. Dann ist genau nächstes Jahr gekommen mit zwei und dann haben sie mich geholt. Das war. Und wenn du so lange spielst, da hat man natürlich auch im Laufe der Zeit mehrere Trainer. Nehmen wir die Landesliga her, da in Brugg. Wer war denn da dein Lieblingstrainer oder hast du mehrere gehabt? Oh, das habe ich so viel gehabt, dass selber komme ich nicht drauf, wer war ich überhaupt. Aber sicher, das hast du. Gute und, sage ich, ein bisschen schlechtere, nicht schlecht, aber gibt solche Trainer. Und, sage ich, Knesdom war wirklich guter Trainer. Die letzte Zeit, René Poms auch war für mich ein paar die bessere. Ja, gibt es auch andere, was gute Wahl war. Weil jetzt komme ich nicht drauf, wie sie heißt alle. Okay. So viel habe ich gehabt, dass selber weiß ich nicht, wer war. Ich erinnere mich auch an den Vlado Mesa, da haben wir auch einen großen Erfolg gehabt. Ja, das stimmt. Er war wirklich einer, auch von den besseren Trainern. Mit dem haben wir aufgestiegen in die Landesliga und dann waren wir bis zum Schluss ganz vorne. Simso, du verfolgst ja heute auch noch den Fußball, wenn wir die Landesliga hernehmen oder international. Was hat sich da im Laufe der Zeit verändert? Boah, das hat sich viel verändert für mich. Jetzt ist ein bisschen schnellere Fußball wie früher, aber für die Spieler ist so taktisch. Für mich ist früher viel besser gewesen. Damals haben wir, wenn du schaust, jetzt die Landesliga und damalige Landesliga, da war Kaffenberg dabei, da war Hartberg dabei, da war Gradkorn dabei, da war Sturm dabei, das war GAK, das war alle gute Mannschaft. Starke Mannschaft, ja, das war schon eine starke Landesliga, ja, muss man sagen. Ja. Du, wir haben ja immer gute Stürmer gehabt. An wen erinnerst du dich da noch, Landesliga? Puh. Beim SC Brugg. Gute Frage jetzt. Wen soll ich das? Ja, wir haben ja da gehabt, ich helfe da ein bisschen, wenn ich so denke, Reini, Buritz, ja, dann der Schabereiter von Wartberg. Reini, Bode, ja. Der Michel Schmid. Schmid, ja. Jaro, jeden Jahr haben wir auch gehabt, den Polentag. Das waren schon Zeiten. Das waren wirklich gute Leute. Und uns ist es damals gelungen. Heute ist es ja viel schwieriger durch die Akademien. Aber wir haben damals, der Brunner und ich, die Stürmer und die Kicker geholt aus unteren Klassen. Und die haben alle geschlagen. Ich glaube, da gibst du mir recht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist im Fußball ab und zu so leicht und so schwer auch. Auf die andere Seite. Wenn du kommst von unten, musst du sie
einbinden in den Verein, in die Mannschaft. Und wenn willst, mit der Wille, schaffst du alles. Und das ist so einfach. Chimso, wenn ich dich so anschaue, ganz ohne Fußball wird es bei dir nicht gehen. Hast du einmal angedacht, vielleicht willst du einmal Trainer werden? Kommt das in Frage? Ja, zurzeit noch nicht. Schau mal, ich brauche ein bisschen Pause und dann schau mal in ein Jahr, was kann passieren. Ja, wir wünschen dir natürlich alles Gute, gell? Und jetzt frage ich einmal den Ravel Bruno, der ist ja auch mit dir viele Wege gegangen, was er sagt, was die auszeichnet hat. Danke. Ja, gratuliere nochmal für deine ganze große Karriere, muss ich sagen. Für mich als Obmann, wenn ich dich damals gehört habe, war die Auszeichnung, was hast du, die Kameradschaft, die Freundschaft, die Hilfsbereitschaft immer, muss ich sagen. Du hast mir etliche Mal geholfen, auch umgekehrt, und das vergessen wir dann nicht, muss ich das sagen. Und vor allem der Bereitschaft, immer alles zu geben. Das war bei dir, muss ich sagen, schon hervorragende Vorbildfunktion für die Jugend, so wie die letzten Jahre, was du jetzt gespielt hast, als Leithammel für die Jugend. Und ich muss sagen, das ist schon eine große Leistung, was sie für das hergibt, mit dem Alter, dass man dann mit 17, 18 Jahren gespielt und einer dort eigentlich der Leitwolf zeigst. Und du warst dann in der Verteidigung hervorragend, mit dem Kopf sensationell gut, muss ich sagen, du hast als Verteidiger etliche Gold gemacht mit dem Kopf. Und das war schon, dein ganzes Leben, muss ich da sagen, war mit uns verbunden, muss ich sagen. Das war schon eine schöne Zeit, was man gehabt hat miteinander. Und ich hoffe, dass die Freundschaften auch weiterhin bei uns bestehen bleiben, weil das würde ich mir schon gerne wünschen, muss ich sagen. Ja, danke, Bruno. Du hast es wirklich gut verbockt. Ich erinnere mich, Chimso, du hast ja da vom 16er auf den langen Ball mit dem Kopf rausgeschlagen bis zur Mittellauflage. Das bringt ja fast keiner zusammen in der Bundesliga. Ja, so ist es. Ja, keine Ahnung, ich habe wirklich Timing gehabt, dass, wenn ich richtig Ball erwische, das geht sehr weit. Du warst natürlich auch ein harter Bursch. Einmal hast du einen Platzer gehabt, hast du ganz schön bliert und hast weitergespielt, gell? Ja, wenn es geht, und dann ist bei mir gibt es nicht aufhören oder irgendetwas durchziehen, und dann schauen wir, was kommt raus. Ja, wir wünschen dir natürlich alles Gute auf den weiteren Wegen. Bleib gesund und bleib den Fußball weiterhin erhalten. Dankeschön. So. Jetzt übergeben wir dir eine Broschüre, das haben wir uns bei Morawa in Bruck geholt, die 100 besten Trainer der Welt. Klingt ja gut, gell? Dankeschön. Mal sehen, ob da einer dabei ist, was du gesagt hast. Ich hoffe, dass du noch einer dabei bist. Die 100 besten Trainer der Welt. Alles klar, ich wünsche dir einmal alles Gute, gell? Danke. Alles Gute, danke.